Und da sind wir wieder. Wir nähern uns jetzt gerade dem Spartaner Hauptquartier. Ich möchte hier erst noch ein bisschen drauf zugehen, weil es doch ziemlich imposant ist, wie die große, ich weiß nicht, wie man es nennt, Akropolis aus dem Nebel auftaucht. Sie haben hier auch einen kleinen Markt, also ganz schön gemacht. Eine kleine Farm und den Hafen haben wir auch schon gesehen. Hier ist es noch ein bisschen arg leer, würde ich sagen, aber es zeigt doch schon gute Ansätze. Gut, vor allen Dingen von außen sieht es toll aus mit diesen Säulen, also das haben sie schon ganz schön hinbekommen. Hier haben wir ein schwebendes Quartier, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber nun gut, hier wird sicher noch weiter gebaut. Hier ist eine kleine Farm, eigentlich auch ganz süß gemacht. So, wir gehen wieder zurück. Ich werde wieder kurz springen. Also, ciao. Und hier sind wir wieder in Faring. Ich werde jetzt nach rechts gehen. Hier ist das Farmviertel von Faring. Wir sind ja schon an einigen vorbeigegangen. Einigen sehr großen, die vielleicht, wie gesagt, nicht ganz so gut ins mittelalterliche Bild passen. Aber wie gesagt, die meisten hier bauen eigentlich schon sehr auf den RPG-Stil bedacht. Also, falls ihr Mittelalter-Fan seid, werdet ihr sicher hier eure Freude haben. Auch hier sehen wir wieder Bäume auf dem Dach. Das ist auch nicht wirklich mittelalterlich, aber nun gut. Hier kommen wir zu einem anderen nicht mittelalterlichen Gebäude. Da muss ich mich schuldig bekennen. Das habe ich gemacht. Es war eher ein Test für eine Musikmaschine. Ich werde die jetzt nicht starten, weil auf dem... Ja, okay, ich werde sie starten. Aber seid vorbereitet, dass der, falls überhaupt Sound kommt, es doch sehr laggy ist und naja, tut's euch einfach mal an. Na, ja, wenn ich jetzt den Knopf erreichen würde. Gut. Ja, das hat gut funktioniert. So sollte das nicht laufen. Mal schauen, ob es geht, wenn ich mehrfach drauf drücke. Das geht auch nicht. Gut. Hätte ich davon mal nichts erwähnt, dann hättet ihr jetzt keine Enttäuschung. Ich glaube, das liegt daran, dass wohl hier ein Repeater falsch gesetzt ist. Ich werde mich später mal drum kümmern. Nun ja. Die Musikmaschine habe ich natürlich nur kopiert. Der wahre kreative Geist liegt bei mir her eher in der Außenverkleidung, die mir doch eigentlich ganz nett gelungen ist, würde ich sagen. Wir gehen weiter. Der Weg führt uns weiter nach Avalon. Hier haben wir wieder ein mittelalterliches Haus, das finde ich sehr schön. Und ich denke auch, dass ich meine Musikmaschine nochmal umbauen werde, um sie ein bisschen besser ins mittelalterliche Flair zu bringen. Falls ihr euch übrigens fragt, welches Texturenpaket ich benutze, ich nehme John Smith seit gut einem halben Jahr. Ich bin ein totaler Fan. Ich finde, er macht die Sache doch ganz schön. Ich habe es mir auch ein bisschen selbst zusammengestellt, also es ist nicht der Standard, das ist aber jeder, der im Minecraft-Forum aktiv ist, weiß ja, wovon ich rede. Wovon ich hoffe, dass die meisten im Minecraft-Forum aktiv sind. Es ist eine super Community, sehr viel Inhalte und alles von den Nutzern erstellt, also ziemlich beeindruckend. Jetzt habe ich gesehen, dass ich eigentlich den falschen Weg gegangen bin, aber nun gut, die Kathedrale werden wir uns gleich noch von einer anderen Seite angucken. Gehen wir erstmal nach Avalon. Wir haben, wie gesagt, ein Bahnhofssystem. Es kostet relativ wenig zu fahren. Ob ihr jetzt laufen wollt oder ob ihr an der Bahn teilnehmen wollt, bleibt euch überlassen. Hier ist auch wieder ein Bauwerk von mir, ein kleiner Spiralturm. Wir können kurz mal reingucken. Auch mit kleinen Redstone-Effekten, die wir uns gleich mal angucken können. Es ist so, dass nicht alle dieser, wie heißt es, Facebook Integrated Circuits aktiviert sind. Es sind nur einige wenige, wie dieser People Detection Circuit. Nun gut, hier habe ich mich ein bisschen verausgabt. Das hat so ziemlich alle meine Diamanten hier gekostet. Aber was soll's. Man baut ja nur einmal in der Hauptstadt, nicht wahr? Nun, eigentlich ist es nicht ganz richtig. Wir kommen gleich noch zum zweiten Bauwerk von mir, aber
Nun gut. Aber ihr seht schon, was ich meine. Die beeindruckendsten Bauten sind wirklich hier in Avalon gelagert. Hier auch ein kleiner Markt, der passt auch sehr gut ins mittelalterliche Bild. Nun, diese diamanten Pfosten finde ich etwas übertrieben, aber wie gesagt, es soll ja jeder selbst wissen, wie er baut. Dieses Gebäude finde ich eigentlich auch ganz schön. Wir schauen mal, ob wir reinkommen. Gut. Eine wirklich schöne Terrasse. Auch also eigentlich der Anführer der Piraten, der dieses Gebäude gebaut hat. Ich grüße hier mal Marco. Hallo. Und wir gehen mal weiter. Hier ist die Taverne von Avalon. Wir sehen, die Türen schließen automatisch. Das ist interessant. Vielleicht auch mit diesem People Detection ausgebaut. Hier haben wir den King Shop. Hier könnt ihr euer Zeug verkaufen. Es gibt in jeder Stadt einen dieser King Shops. Hier haben wir auch ein schönes Gebäude. Ja. Das lasse ich mal unkommentiert. Und hier kommen wir zum, ja, königlichen Sitz des Königs Yoshis und Nortes in Avalon. Schade, dass wir gerade hier nicht rein können, aber ihr verpasst jetzt nicht so viel. Es sind oben noch ein paar Schlafsäle. Mehr ist da eigentlich nicht drin. Die Fassade ist eigentlich das Beeindruckendere. Gut, jetzt gehen wir mal in den Hafenviertel und danach geht's zum Piratenhauptquartier. Das ist ein Schiff, das können wir auch im Laufen machen, ohne zu springen. Das ist doch gut. Nun, das hier ist übrigens auch von einem Piraten. Ja, ich finde es auch ganz schön geworden eigentlich. Hier haben wir noch mal was. Etwas kunterbunt vielleicht, aber wie gesagt, jeder kann hier bauen, wie er will letztlich. Es gibt eigentlich selten den Fall, dass mal wirklich was abgerissen wird, weil in jedem Bauwerk ist natürlich auch das Herzblut. Und wir sehen wieder sehr viel freier Platz zum Bebauen, also kommt auf unseren Server, beeindruckt uns mit euren Bauten, setzt euch ein Denkmal. Hier in Avalon werden die Gebäude auf jeden Fall stehen bleiben, die Hauptstadt wird auf jeden Fall auch nach dem Serverumzug noch vorhanden sein. Jetzt kommen wir in das etwas schmuddeligere Viertel, das Hafenviertel. Hier haben wir auch ein kleines Gebäude mit ein paar blinkenden Lichtern. Die rote Laterne. Da kann jeder sich denken, was da drin ist. Hier haben wir eine kleine Hafenverwaltung. Hier fangen schon neue Gebäude an zu gebaut zu werden. Ja, das ist Deutsch, ich weiß es. Hier haben wir unsere Werft, in der die Schiffe produziert werden. Natürlich, es gibt ja immer Bedarf an Schiffen. Hier haben wir die Kontoren und diese beliefern ein Schiff, was ich finde, was ganz gut geworden ist. Nun kommen wir aber zum eigentlichen Highlight dieses Videos. Ich habe es schon gesagt, ich bin Pirat, deswegen werde ich mein besonderes Augenmerk auf die Piraten setzen. Hier haben wir ein zweites Haus von mir, wie erwähnt. Auch nicht gerade sehr mittelalterlich. Aber nun gut. Ich finde, es sieht schön aus und das ist doch das Wichtige. Wir kommen jetzt langsam zum Schiff. Auch ein sehr schöner unterirdischer Weg. Auch nicht gerade mittelalterlich, aber es sieht schick aus und es wäre langweilig, wenn man immer nur die gleichen Holz- und Steinhäuser sehen würde. Nun, hier sehen wir uns das Schiff mal kurz von außen an. Wenn ich es finde, hier genau. Oh, wir haben schon Nacht. Ich werde mal zurückgehen, bevor ich sterbe. Das wäre jetzt nicht so gut. Und wir gehen weiter auf das Schiff. Eigentlich fehlen mir hier fast die Fenster, die zeigen, wo wir sind. Aber eben, ich finde dieses Fenster und dann Wasser eigentlich immer sehr beeindruckend. Nun gut, jetzt haben wir endlich das Schiff erreicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass mich nicht wieder ein Zombie oder so erwischt. So, wir gucken uns als erstes die Schlafräume an. Wie gesagt, große
Segel. Hier unten drunter ist eine Farm. Die muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ich denke, jeder, der Minecraft schon mal gespielt hat, weiß ungefähr, wie eine... Oh, schade, ich kann hier nicht rein. Wie eine Farm aussieht. Nun gut. Ich frage mich, warum die Zombies hier jetzt sterben, aber das soll nicht weiter von Belang sein. Hier haben wir ein paar Kanonen, auch mit Dispensern, und wir können sie auch abfeuern. Das ist schön, falls wir von Zombies angegriffen werden. Aber hauptsächlich ist es natürlich, um das Flair, das mittelalterliche Flair zu bewahren. Hier auch wieder stark ausgeschmückte. Das hier ist das Büro unseres Scheffels. Ja, der kann sich sowas ruhig mal erlauben, finde ich. Wir gehen noch ganz kurz hier lang. Hier ist so eine kleine Bücherei. Dahinter ist mein kleines Büro. Ich bin der erste Mart, deswegen habe ich mir das verdient. Finde ich. Und nun sind wir hier eigentlich fertig. Ja, obwohl wir können noch schnell den Ausblick vom Ausguck genießen. Und hier unsere schönen Seemasten bewundern, unsere Segel. Ja, ich bin ein großer Piratenfan, muss ich sagen. Deswegen kam für mich eigentlich gar nichts anderes in Frage, als irgendwann mal hier eine Gilde zu haben oder zumindest einer Gilde beizutreten, die pro Piraten ist. Passt ja auch ganz gut ins Mittelalter. Ja, wobei ins Mittelalter passt es nicht so wirklich, eher in die Renaissance, in die Erkundung des neuen Kontinents, aber die Spartaner, die sind ja eigentlich auch ein bisschen später. Wir machen hier nochmal kurz einen Schnitt und ich zeige euch noch das Hauptquartier der Freimaurer und der Waldläufer.